Eine sportwissenschaftliche Begleitung vom E-Sport FIFA ist eine sehr interessante Sache. Es ist gerade wichtig, im E-Sport die letzten Prozent nochmal rauszuholen, weil auf diesem Niveau tut man sich nicht viel. Du musst auf dem Punkt genau deine Leistungsfähigkeit abbringen können. Das heißt, deinen Leistungspunkt erreicht haben in einem bestimmten Moment. Und dafür brauchst du eine gute Physis. In der Spielbelastung, in der Wettkampfbelastung geht es ja primär darum, die Konzentrationsfähigkeit möglichst lange aufrechtzuerhalten. So sollte man dann auf diesen FIFA-Sport oder E-Sport bezogen ein Anforderungsprofil erstellen und schauen, inwieweit man den Athleten in dem einen oder anderen Gebiet weiterhelfen kann. In erster Linie möchte ich ein besserer FIFA-Spieler werden und ja, es gibt viele sportwissenschaftliche Untersuchungen dazu, dass körperliche Fitness dazu beiträgt, sich länger zu konzentrieren. Und deswegen möchte ich natürlich alles machen, um am Ende erfolgreicher zu sein.